Tja, und wer heute Nachmittag nicht zur Arbeit musste, der hatte vielleicht die Gelegenheit, an einem der zahlreichen Faschingsumzüge im Land teilzunehmen. Wir waren diesmal mit unserer Kamera in Feldkirchen dabei. Ich bin heute mit lauter Hippies unterwegs beim Faschingsumzug in Feldkirchen. Rund 30 Gruppen sind am Start. Zum 40. Mal findet der Faschingsumzug statt. Und das Motto hier lautet: Gluck, gluck, olé! Gluck, gluck, olé! Gluck, gluck, olé! Rund 15.000 Zuschauer haben heute Nachmittag für Stimmung in der Tibelstadt gesorgt. Die Route des Faschingsumzuges führte vom Bahnhof ausgehend über die 10. Oktoberstraße bis hin zum Hauptplatz. Der Umzug am Faschingsdienstag hat in Feldkirchen Tradition und wird vom Feldkirchner Faschingsclub veranstaltet. Ja, der Umzug ist eine Leistungsschau von unseren Narren in Feldkirchen. Die Unternehmen machen mit, die Organisationen machen mit und darauf sind wir sehr, sehr stolz, dass wir so viele Leute in Feldkirchen begrüßen dürfen. Sie halten den Schlüssel der Stadt in Händen? Ja, selbstverständlich. Am Ende des Umzuges, wenn er aus ist, kriegt der Bürgermeister von meinen Händen wieder den Stadtschlüssel zurück. Und dann ist er der neue Regent wieder bis zum 12.11. Da kriege ich ihn wieder hin. Die Feldkirchner Faschingsnarren haben heute noch einmal so richtig dem Fasching gefrönt. Bei den Faschingskostümen ließen die Narren ihrer Fantasie freien Lauf. Wir haben heute heuer das Themen Märchenwald gemacht. Das heißt, verschiedene Themen im Endeffekt von Märchen, also von Rotkäppchen über Schön und das Biest bis hin zu Hänsel und Gretel. Und da haben wir alle Jahre immer eine, die uns super schminkt. Ich finde es ganz toll, dass es so einen Faschingsumzug in Feldkirchen gibt und den unterstützen wir mit unserem Unternehmen und durch unsere Teilnahme gerne. Die Faschingssaison war für uns als Garde sehr anstrengend, sehr lustig und der Höhepunkt, wie immer, ist jetzt der Umzug am Faschingsdienstag. Wir haben in der Firma ein bisschen im Internet recherchiert und sind dann schlussendlich auf das Kostüm Rockband Kies gekommen. Wir sind die Bauarbeiter heute. Wir schauen, dass auf der Straße alles passt. Alles reparieren, wenn was hin ist. Selbst die Vierbeiner schlüpften in doch eher ungewöhnliche Kostüme. Unter den Faschingsnarren war auch ein alter Bekannter von der Narrischgurtbühne. Ja, jedes Jahr ist der Fockenbauer dabei. Ich fahre mit meinem eigenen Traktor mit. Und das ist eine weite Anreise für mich immer. Von wo reist du an? Ich brauche circa eine Stunde, weil es sind noch 500 Meter zu fahren. Und der Fockenbauer ist? Ein ganz Einschlauer. Tja, aber jetzt hat der Fockenbauer bis zum nächsten Fasching Pause.